Hallo ihr Lieben, guten Tag, ich grüße euch. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Bedürfnis, euch etwas zu erzählen von der Liebe. Ja, ich und die Liebe. Das hätte ich auch noch nicht gedacht, dass ich darüber mal sprechen würde. Und zwar von einer ganz bestimmten, speziellen Liebe. Und zwar zu meinem Thomas. Wie ich ja nun seit circa einer Woche weiß, das heißt, gewusst habe ich es ja eigentlich schon viel länger, aber ich mich endlich getraue, das auch selber anzunehmen, dass er wirklich meine zweite Hälfte ist und immer war. Ich habe heute ganz verstärkt wieder das Gefühl gehabt, wie damals, als ich ihn kennenlernte. Eine Bekannte hat für mich in den Karten gesehen, dass Thomas so nah ist wie nie zuvor. Also ich weiß nicht, wie sie das gesehen hat, aber dass der so nah ist wie nie zuvor, wie die ganzen Jahre nicht. Vor allen Dingen auch seit er verstorben ist, nicht? Na, verstorben ist ja auch so ein Ding. Er ist ja nicht wirklich verstorben, aber er hat halt seinen physischen Leib hinter sich gelassen. Aber ich hatte ja in meinem letzten Video gesagt, ich habe heute etwas Großartiges getan. Ich habe einen Menschen aus meinem Leben rausgeschmissen. Und das hat so viel Mut gekostet, so viel Angst. Ich habe den losgelassen und habe gesagt, geh, verschwinde. Du hast nichts mehr, nicht du, aber dein Verhalten hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Und das ist das erste Mal, jetzt kommen ja doch die Tränen, im letzten Video habe ich noch gedacht, ich habe schon so lange keine Träne mehr vergossen. Aber das ist das erste Mal, dass ich so etwas geschafft habe. Ein ganz, ganz, ganz klein bisschen Angst war dabei. Aber nur ganz bisschen. Und vor allen Dingen war das sofort wieder vorbei. Und es war eine Ruhe, dass ich diesen Menschen rausgeschmissen habe. Es war wirklich eine Ruhe. Und gleichzeitig wusste ich, das ist vom Universum so geführt, dass das alles passierte. Dass mir jemand die Bilder schickte und dass ich dann so reagiert habe. Und seitdem ist Thomas ganz, ganz nah. Und das gibt mir zu denken. Und natürlich sehe ich auch die Verbindung. Thomas, meine Zwillingsseele. Selbstliebe. Denn ich habe heute gehandelt aus einem Akt der absoluten Selbstliebe. Und ich bin so verdammt stolz auf mich. Und seitdem ist dieses Gefühl wieder da, was damals war, als Thomas in mein Leben kam. Und ich möchte davon erzählen. Ich habe ihn kennengelernt durch einen Verein, in dem wir beide waren. Jemand, wie heißt er denn? Ja, Verein für Lebensfreude. Ist ja schon viele, viele Jahre her. Also wir haben uns ja kennengelernt 1998. Ich habe früher mal Radiosendungen gemacht. Und ja, dann, im Moment, wie war es denn? Ja, wir waren beide in diesem Verein und der Vorsitzende, der hat mir erzählt, ich war schon etwas vorher da und der Vorsitzende hat mir erzählt, ja, er hätte jetzt jemanden kennengelernt, den möchte er unbedingt aufnehmen. Einen jungen Mann, damals war er ja noch jung, der sehr viele Probleme im Leben hat, auch Süchte und so weiter, und er möchte sich um den kümmern. Und er wäre zurzeit in der Klinik, aber wenn er aus der Klinik draußen ist, dann möchte er sich um den kümmern. Und als Bernd mir erzählte von diesem jungen Mann, da wusste ich schon, diesen jungen Mann muss ich kennenlernen. Nicht will ich, möchte, sondern muss ich kennenlernen. Ja, dann haben wir uns auch ein paar Wochen später bei einem Vereinstreffen kennengelernt. Und da war sofort irgendwas. Wir haben uns super unterhalten, hatten ganz viel Ähnlichkeit. Und ich bin eigentlich wie aus Wolken auf Wolken schwebend wieder gegangen von dem Vereinstreffen. Wir haben irgendwie so gesagt, ja, wir wollen vielleicht mal was miteinander machen. Auch ich hatte erzählt, dass ich meine nächste Sendung beim Radio bald habe. Und dann sagt er, ja, da hat er irgendwie auch zu tun. Und ja, wir könnten ja mal was zusammen machen. Hm?
Das war dann so. Und dann hatte ich meine nächste Sendung und ich war sehr, sehr aufgeregt und Bernd hatte versprochen, zu der Sendung zu kommen. So, dabei zu sitzen im Studio, um so ein bisschen Händchen zu halten. Mit mir. Also Händchen zu halten, ja, dass ich nicht so viel Angst habe. Und so war das auch und ich stand vor dem Studio und Bernd war da und hinter ihm Thomas. Boah, ich habe mich so gefreut. Ich weiß bis heute nicht, natürlich heute weiß ich es, aber damals wusste ich nicht, warum habe ich mich so gefreut. Aber es war irre. Und dann habe ich die Sendung gemacht. Ich wollte mit Thomas noch ein bisschen beisammen sein danach und habe ihn dann gefragt, du, ich wollte nachher noch was essen gehen und kommst du mit? Ja, klar. Und dann sind wir was essen gegangen. Und haben einen Kaffee nach dem anderen getrunken und ich glaube, wir haben 4, 5, 6 Stunden, ich weiß nicht, da gesessen. Das war ein Bistro, was bis weit in die Nacht offen hat. Dann hat er mich noch ein Stück nach Hause gebracht. Ja, ist dann auch nach Hause gegangen. Wir wohnten gar nicht weit voneinander entfernt. Also einer konnte den anderen zu Fuß erreichen. Am nächsten Tag, also ich war wie auf Wolken, schwebte ich nach Hause. Und am nächsten Tag war es mir so wichtig, was er von mir denkt. Weil ich wusste natürlich, ja, ich hatte auch bis dahin schon alles an Beziehungen so ziemlich mehr oder weniger verkackt. Ich habe gedacht, oh nein, nicht da schon wieder. Was denkt dieser Mann von mir? Habe ich zu viel geredet, zu wenig geredet? Keine Ahnung. Und dann habe ich ihn nächsten Tag angerufen. Er hatte wohl auch vor, schon mich anzurufen. Und dann habe ich ihn ganz klar gefragt, was denkst du von mir? Mir war das irgendwie wichtig, deine Meinung. Und dann hat er gesagt, alles gut, alles in Ordnung, nichts Außergewöhnliches und so. Aber ich wollte dich auch sowieso anrufen, ob du jetzt heute mit mir essen gehen möchtest. Ich habe zuerst gedacht, oh, ich wollte doch nicht mehr. Schon damals wollte ich nicht mehr. Dann habe ich mich aber an Sätze aus meiner Radiosendung erinnert. Da habe ich nämlich, ich mochte schon damals sehr, sehr gerne deutsche Schlager und diese Radiosendung dann gemacht, mal so einige Schlagertexte unter die Lupe genommen und was ich daraus so lerne. Und habe dann gerade an dem Nachmittag auch gesagt, ja, man muss ja mal die Erfahrungen, die man gemacht hat, die muss man ja mal abschließen und dann was Neues beginnen. Und da habe ich gedacht, Kirsti, ganz schön schlau. Dann habe ich mich jedenfalls ratzfatz dafür entschieden, meine eigenen Weisheiten bei Thomas jetzt, also bei dem Treffen mit Thomas anzuwenden. Natürlich bin ich zum Essen mit ihm gegangen. Und es war auch wunderschön. Das Restaurant lag auch in der Nähe von seiner und meiner Wohnung. Und nachdem wir da dann fertig waren, sind wir dann zu mir gegangen. Und da ist er die ganze Nacht geblieben. Aber nein, nicht das, was man jetzt vielleicht denkt. Wir haben tatsächlich geredet. Geredet, geredet, geredet. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Und früh am Morgen ist er dann irgendwann gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum er überhaupt gehen musste. Ach ja, das war Sonntag, genau, weil dann ja Montag anfing. Und ich musste auch zur Arbeit. Ja, aber natürlich haben wir uns an dem Abend gleich wieder getroffen. Eigentlich jeden Abend und dann wollte ich auch irgendwann mal zu ihm und dann musste er erst sein Haus aufräumen, ja, weil das seiner Meinung nach war das alles so unordentlich und das musste er erst zurecht machen alles. Und dann bin ich da gewesen und seitdem bin ich nie wieder gegangen. Und ich kann euch sagen, ich war da und ich bin eigentlich fast sofort eingezogen da. Und ich kann euch sagen, ich habe 6 Wochen erlebt mit absolutem Himmelsgefühl. Ich hatte vorher und habe auch danach nie wieder so etwas erlebt. Ich habe gedacht, wo ist denn der Boden? Wo ist denn das alles? Wir waren eins. Wir waren eins, eins, eins. Und dann gingen natürlich auch die Probleme los. Ja, irgendwann kommt es ja, dass die rosarote Brille dann ab ist. Aber diese Probleme, die waren eigentlich nie so, dass sie uns jetzt oder mich jetzt völlig abgeschreckt hätten. Ich wusste einfach und er wusste das auch, wir gehören zusammen. Und das hat er mir dann ganz schnell auch erzählt, dass er seiner Mutter, ich glaube,
ein oder zwei Abende nach unserem ersten Treffen erzählt hat, du, ich habe eine Frau kennengelernt, entweder ich heirate die oder es wird die größte Katastrophe meines Lebens. Und es ist beides geworden, ja. Wir haben geheiratet, aber es war eigentlich auch die größte Katastrophe, weil wir sind ja nachher ganz, ganz unschön auseinandergekommen. Also es war tatsächlich beides, aber es war wirklich so, dieser Mann, der hat mir, ich habe damals gesagt, ein zweites Mal das Leben geschenkt. Ich wollte das lange Jahre nicht so ausdrücken, das Leben geschenkt. Ich wollte dieses Leben ja nie haben. Also passte es eigentlich gar nicht, das Leben geschenkt. Aber trotzdem passt es, weil ich habe durch ihn gelernt und ich habe damals auch schon gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wusste von nichts, aber ich habe damals schon gesagt, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Universum wusste, dass ich jetzt Unterstützung brauche und sie haben mir Thomas geschickt. Und ich wusste von gar nichts und wie nah ich an der Wahrheit war, wusste ich damals natürlich nicht, aber das weiß ich heute. Denn damals begann wirklich ein anderes Leben für mich. Thomas hat mir gezeigt, dass ich Rechte habe, dass ich auch was einfordern darf, dass ich mal den Mund aufmachen darf, dass ich mich wehren darf, dass ich toll bin, dass ich mich selbst verwirklichen darf. Das alles hat er mir gezeigt. Und wie das Leben auch anders sein kann, wie man barfuß durch die Stadt laufen kann zum Beispiel. Das alles hat er mir gezeigt und wie man neue Dinge macht, wie man raus aus den alten Strukturen, aus den alten Pfaden und neue Dinge erschaff. Ja, und ich hatte ein Zuhause mit ihm und bei ihm. Und wir haben dann irgendwann auch geheiratet, interessanterweise, da, wo ich eigentlich immer schon heiraten wollte, nämlich in Dänemark. Dänemark ist meine zweite Heimat. Wir haben da geheiratet und haben eine wundervolle Zeit verbracht. Und ja, es sollte so sein. Wir haben beide ein Suchtproblem. Diese Sucht hat uns letztendlich auseinandergebracht. Ich musste mich von ihm trennen, weil es für meinen Weg wichtig war, zu sagen, ich mache das nicht mit. Und dann sind wir auseinandergekommen, räumlich auseinandergekommen, gefühlsmäßig niemals. Immer Kontakt gehabt. Er hat auch gefragt, wie kommen wir auseinander, Kirstin? Ich habe gesagt, niemals, Thomas. Ich wusste es damals schon. Und egal, wo auf dem Erdball wir sind, wir werden immer verbunden bleiben. Und ich habe wirklich von nichts gewusst. Und er sagte, ja, das denkt er auch. Und dann kam der Hammer. Wir waren, glaube ich, ein Jahr getrennt oder so. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, jetzt muss die Scheidung her. Wir haben uns immer wieder getroffen und er sagte, es hat wohl keinen Sinn mehr mit uns, oder? Wir kommen wohl nie wieder zusammen. Und dann habe ich gesagt, nein, aber es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ich habe gedacht, ich müsste es so tun. Und dann war der Scheidungstermin eines Tages. Es war der 3.3. Ich glaube 1999. Nee, Quatsch, das kann ja nicht sein. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es der 3.3. Können ja nicht 98 kennengelernt und ich habe keine Ahnung. Ja, 2003, glaube ich. Ach, ich weiß auch nicht. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Und ich hatte solche Angst. Ich habe Tränen geweint vorher. Obwohl ich schon jemand Neuen hatte. Aber das war nicht Thomas. Und dann waren wir vor dem Gericht. Und ich weiß nicht, wer das kennt. Wir saßen uns gegenüber. Dann hat der Richter die Frage gestellt. Halten Sie die Ehe für zerrüttet, für unwiederbringlich zerrüttet? Und ich in Tränen ausgebrochen und ja gesagt. Und Thomas und ich hatten die ganze Zeit Blickkontakt. Dann hat der Richter ihm die Frage gestellt. Und er hat mich so unendlich liebevoll angeguckt und hat auch ja gesagt. Und es war ein Fehler. Es war definitiv ein Fehler. Diese Scheidung. Und dann war es sehr, sehr merkwürdig.
Wer das Scheidungsverfahren kennt, der wird es wissen, irgendwann ist das Urteil dann auch rechtskräftig. Aber bei uns wurde es nie rechtskräftig. Er hat mich oft genug angerufen und hat gesagt, ist das Urteil noch nicht da? Ich sagte, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Wir haben mit dem Rechtsanwalt gesprochen, der Rechtsanwalt sagt, ja, ich kann mal nachhaken. Ich wundere mich auch, aber es ist halt nicht da. Und dann, irgendwann war es dann, ich habe schon ein anderes Leben gelebt und ich wusste immer, irgendwann kann es passieren, dass die Polizei mich sucht, um mir zu sagen, Thomas ist nicht mehr. Und eines Tages war es dann auch soweit. Und das, könnt ihr euch vorstellen, war nach meinem Vater der größte Schock, den ich jemals erlebt habe. Weil ich habe gedacht, ich habe mir selber auch die Schuld gegeben und ich habe gedacht, vielleicht hätte ich es verhindern können. Weil wir wussten nicht zu dem Zeitpunkt und wissen es eigentlich immer noch nicht, ob er seinen Weggang billigend in Kauf genommen hat. Und da bin ich lange, lange nicht drüber hingekommen. Und natürlich habe ich Thomas nie vergessen und wahrscheinlich jeden anderen Mann an ihm gemessen. Und seit es heute, und ich bin so dankbar, es wurde mal in den Karten, die Claudia, die hat ja vor kurzem die Karten darauf gelegt und sie hat gesagt, ja, das war vom Universum nicht gewollt, dass wir geschieden werden. Das war das einzig Gute an der ganzen Sache. Ja, und seit ich heute so für mich eingestanden bin, habe ich das Gefühl wieder wie damals, als ich Thomas kennengelernt habe, ein Gefühl von Freiheit, von auf Wolken schweben, von Glück und von Freude. Und ich bin ja überzeugt, der Verstand sagt, er hat seinen physischen Körper verlassen. Das hat er sicherlich auch. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht in einem anderen Körper wiederkommen kann oder aber, dass er sich selber sogar materialisieren kann. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich wirklich Wunder und weiß auch, dass diesbezüglich ein Wunder passiert. Ja, das wollte ich euch gerne erzählen, dass ich wirklich durch meinen Akt heute offenbar wieder total in die schönste Zeit meines Lebens katapultiert wurde, nämlich in die absolute Selbstliebe. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, bis ganz bald. Ciao.